Jo Leute, was los? Heute geht es ums Thema meine drei größten Denkfehler und wie du aus ihnen lernen kannst, ohne sie selber begehen zu müssen. Fehler Nummer 1. Ich habe geglaubt, dass es ein Ende gibt. Versteht ihr das? Also, dass man ankommt. Lieber Julian, ich werde in diesem und diesem Bereich erfolgreicher, aber es kommen immer mehr Probleme. Probleme werden immer größer. Wann komme ich denn endlich an? Dieses Ankommen ist so ein bisschen ja, Trugschluss bzw. auch ein Sichtweisending. Also, ich denke, wenn man älter, reifer wird, wenn dann viele Dinge auch ein bisschen mehr egal sind, wenn man mehr Leichtigkeit im Leben hat, dann ist dieses Ankommen auch, glaube ich, peu à peu schon eher erreichbar. Man ist nie wirklich da, aber man kann schon in die Richtung gehen. Ihr wisst, wenn man jugendlich ist, wenn man erwachsen wird, man will immer mehr, man strebt danach, was zu hinterlassen, der vielleicht der Größte und Beste zu sein. Man will Leuten gerecht werden, man will sich selber und seinen Zielen und Ansprüchen und seinen Eltern oder sonst wem gerecht werden. Und das nimmt dann auch irgendwann ab. Auf der einen Seite natürlich durch Erfahrung, die man macht, auf der anderen Seite durchs Alter generell. Ihr kennt das. Alle genieren sich irgendwie am Strand nackt rumzulaufen, aber die ganzen 70- und 80-Jährigen, die cremen sich in der Umkleide nochmal so schön nackend ein und gehen runter, machen stundenlang. Kennt ihr ja. Also das wird alles so ein bisschen, es relativiert sich, es ist einem mehr egal, was andere denken oder was, wie man aussieht oder sonst irgendwas. Und das hilft dabei definitiv, dieses Ankommen zu erreichen. Ich stelle mich immer vor, so wenn ich noch älter bin quasi und Lilly ihre Kinder hat, ja, und ich da als alter, weiser Mann am Tisch sitze und meine Enkelkinder quasi sehe. Und da kann ich mich so richtig in dieses angekommene Gefühl hineinversetzen irgendwie. Ja? Ich glaube, das macht schon vielleicht Sinn. Aber ansonsten, bis es zu diesem Punkt kommt, kann ich euch nur sagen, umso mehr ihr rausgeht, euch unterscheidet, vielleicht sogar Erfolg habt, nicht nur wirtschaftlich, sondern in allen Bereichen, desto mehr Probleme kommen auf euch zu, ganz klar. Es ist vielleicht nicht in jedem kleinen Einzelbereich so, aber in vielen Bereichen und vor allem im wirtschaftlichen, im Businessbereich ist es einfach so, umso mehr Stufen du hinaufkletterst, desto heftigere Hürden kommen. Ja, desto heftiger wirst du auch gefordert. Muskelaufbau, der Muskel wächst nicht von heute auf morgen, der braucht immer wieder neue Reize. Und das Gewicht, was du nach ein paar Monaten stemmst, hast du dann sicherlich nicht in der ersten Trainingseinheit geschafft. Das heißt, peu à peu wirst du immer wieder herausgefordert von Leuten, vom Leben, von was auch immer, damit du auch gainst, ja, damit du einfach Zuwächse machst in jeder Lebenslage. Und das war halt mein erster Denkfehler. Ich habe geglaubt, man kommt irgendwann an. Und zwar, wenn man genügend Geld hat oder wenn man heiratet oder ein Kind hat oder Firmen hat oder was auch immer, ja, gesund ist und trainiert und macht und tut, irgendwann kommt man an. Du kommst nicht an. Ja, es kristallisieren sich immer neue Probleme heraus. Was du dann aber tun kannst, ist, damit umzugehen irgendwo. Ja? Der Weg zum Ankommen ist auch mit Rückschlägen, Fehlern und so weiter umzugehen und eine gewisse Leichtigkeit trotzdem an den Tag zu legen, obwohl man immer weiter hinaus will. Ja? Komm zur Spiritualität, probier Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Damit meine ich jetzt nicht irgendeinen Business Coach, sondern vielleicht in die Richtung zu gehen. Familienaufstellung hat auch viel damit zu tun, dass man langsam irgendwann zu diesem Ankommen-Modus zumindest in die Richtung kommt. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, wie gesagt, vom Alter und von der Erfahrung. Punkt Nummer 2. Ich habe Erfolge nicht genug gefeiert. Ich habe weiter nach Optimierung gesucht, nach mehr Erfolg, nach anderen Sachen, wie kann ich das alles noch größer und besser machen. Das mache ich heute immer noch, aber ich habe das so ein bisschen abgekoppelt von mir, also von meinem Selbstwert. Dazu kommen wir gleich bei Punkt 3. Ja? Und ich würde jedem empfehlen, Erfolge zu feiern. Das heißt also, wenn ihr Ziele erreicht, feiert diesen Erfolg. Nehmt euch eine Auszeit. Das könnt ihr so machen, bei etwas kleineren Ziel freut ihr euch 15 Minuten, keine Ahnung, ja? Und bei etwas größeren Zielen fahrt in Urlaub, macht und tut. Ja? Das war am Anfang anders, da habe ich definitiv Erfolge gefeiert, aber wie es immer so ist, letztes Mal hat mir bei Instagram jemand eine sehr geile Frage gestellt: Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Brutale geile Frage. Ja? Und es war in dem Fall einfach so, dass natürlich viele Sachen, die auf Erfolg im Business-Sinne beruhen, haben sich wiederholt. Die waren natürlich dann größer. Aber natürlich hat sich nie wieder so etwas so angefühlt, wie als ich das 10-Wochen-Programm gelauncht habe und es alles komplett durch die Decke geflogen ist, weil ich völlig geflasht war. Ja, ich war eben noch Personal Trainer,
und habe 13 Stunden am Tag gegeben und auf einmal bin ich irgendwie Unternehmer über Nacht, ja, ohne großartige Skills, was Unternehmertum betrifft. Und das würde ich rückwirkend anders machen. Ich würde rückwirkend noch mehr die Erfolge feiern. Es muss nicht immer mit Alkohol sein oder sowas oder Party oder sonst was, sondern einfach mal zurücklehnen, durchatmen, nochmal visualisieren, was man geschaffen hat und so weiter. Das kam ein bisschen zu kurz. Mache ich jetzt wieder, versprochen. Punkt Nummer 3, Selbstwertgefühl koppeln am Erfolg und vor allem am finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg. Wenn eine Sache nicht gelaufen ist, ging es direkt in mein Selbstwertgefühl rein. Ja, ich bin nicht gut genug, ich bin zu schlecht, ich muss besser werden, ich muss etwas tun. Das heißt also, ich habe mir die Seinsliebe auch abgesprochen so ein bisschen. Ne? Auch so ein Familiending, habe viel daran gearbeitet in letzter Zeit, letzten Jahren, habe ich auch immer wieder thematisiert, auch mit den Videos, was euch ein Glück, wie ihr mir zumindest schreibt, auch weitergeholfen hat. Koppelt euer Selbstwertgefühl nicht am Erfolg und vor allem nicht am finanziellen Erfolg. Das ist eine eiserne Regel, ist auch ein Teufelskreis. Wenn du Misserfolge hast und dein Selbstwertgefühl daran koppelst und deshalb schlecht drauf bist, dich nicht wertig genug fühlst, wie willst du denn dann wieder irgendwas machen, kreativ sein, Action geben, um erfolgreich zu sein? Ja? Daraus entwickelt sich oftmals so eine verbissene, soziopathische Ader, wie ich das jetzt schon bei vielen anderen mitbekommen habe. Ich bin da zum Glück zu sensibel für, ich würde auch mal sagen, empathisch, ja, sagt man natürlich, ich kenne keinen, der über sich so richtig sagt, ich bin unempathischer Typ, ja, aber wenn man sein Selbstwertgefühl daran koppelt, auch oftmals durch die Eltern eingebracht, ja, nur wenn du Abitur hast, nur wenn du das und das machst, nur wenn du eine Ausbildung machst und weiter, bist du irgendwas wert, ja, fängt es an, dass man sein Selbstwertgefühl daran koppelt an Misserfolg und Erfolg, ja. Zum gewissen Teil denke ich auch relativ normal und gesund. Übertreibt es nicht. Werdet nicht so eine Ellenbogenatzen, die soziopathisch vielleicht auch dann irgendwie Gewalt oder psychische Gewalt anderen gegenüber anwenden, um selber ihren Misserfolg quasi zu rechtfertigen oder unbedingt Erfolg zu haben. Ich denke nicht, dass man so glücklich wird. Ja? Das ist bei mir eigentlich nicht passiert, sondern ich habe das immer mit mir selbst ausgemacht irgendwo. Das hat niemand abbekommen wirklich. Natürlich habe ich da vielleicht mal grummelig bei Alina oder sowas, aber sie hat jetzt nie eine Handkante reingeflogen bekommen, weil irgendwie mein Selbstwertgefühl wegen irgendwas anderem nicht. Aber das passiert oft genug. Ja? Aber wie oft hört man das? Ne? Der Mann oder was, ich fange jetzt mal mit Mann an, der Mann ist wurde entlassen, fängt an zu trinken, lässt es an seinen Kindern aus. Ja, das ist ja never ending story, ist ja schon tausendmal erzählt worden, genau dieses Klischee. Ja? Und ich habe, wie gesagt, Glück, dass ich das mal mit mir selber ausgemacht habe und Wege gefunden habe, damit das nicht mehr so ist. Ja? Zum Beispiel, wenn man Firmen hat und sagt, ich bin meine Firma, meine Fresse, also da birgt man sich so viel vor allem auch Falsches auf. Ja, was ist, wenn die Firma in 30 Jahren nicht mehr existiert? Existierst du dann auch nicht mehr? Das ist doch totaler Quatsch. Ja, also mal auf Rocker, ILPT und Boomum bezogen. Ich will den größten Erfolg für die Firmen. Ich liebe diese Firmen. Ich bin mit 100.000% dabei. Aber wenn mal ein Misserfolg kommt, dann kann ich nicht mich wochenlang schlecht fühlen. Ja, ich habe irgendwo auch Verantwortung mir gegenüber. Probiert natürlich auch besser zu werden, damit das nicht mehr passiert. Das ist gar nicht gemeint. Ja? Ihr müsst trotzdem weiterhin die Regeln des Businesses oder was auch immer befolgen und beherrschen. Ihr dürft es nicht zu sehr an euer Selbstwertgefühl ranlassen, weil sonst handelt ihr auch aus Angst beziehungsweise aus den falschen Gründen, um eventuell eine Firma aufzubauen oder ein besserer Angestellter zu sein oder ein besserer Selbstständiger zu sein. Ihr handelt dann aus Ego-Gründen und nicht daraus, wirklich Spaß an der Sache zu haben und das Ganze irgendwie aufzubauen und zu einer geilen Sache zu machen. Und das habe ich zu oft gemacht. Dieser Punkt kam sehr oft in meinem Leben, dass ich im Endeffekt mich scheiße gefühlt habe, weil irgendwas nicht geklappt hat. Ja? Und du kannst dich scheiße fühlen, aber ich habe mich anders scheiße gefühlt. Ich habe es wirklich tief im Herzen gespürt, dass ich es an meinen Selbstwert herangelassen habe. Das würde ich einfach, das ist normal, ja, das ist ganz normal, nur daran muss gearbeitet werden. Das müsst ihr wissen. Ja? Es war ein Fehler aus Selbstschutzgründen, Familie und so weiter. Und irgendwann muss ich das Ganze umkehren. Du musst an dir arbeiten und probieren, das nicht mehr so tief in dein Herz ranzulassen. Denn alles, was du brauchst im Leben, Luft, Wasser, Nahrung,
irgendwo auch Hygiene. Tja, und das war es eigentlich auch fast schon. Ja, vielleicht noch Liebe, also Austausch irgendwo auch, Kommunikation. Und viel mehr ist da nicht. Ja? Und wenn aber Misserfolg passiert bei vielen, die was aufgebaut haben oder die irgendwo arbeiten, dann haben die Angst zu sterben, dann haben die ein Gefühl des Sterbens. Ne? Obwohl man eigentlich nur diese 5, 6 Grundprinzipien, Grundsachen braucht, hat man eigentlich Angst zu sterben und fühlt sich auch so wie ein Schlag im Magen, man bekommt es nicht mehr raus. Und wenn ihr das merkt, probiert da gegenzuarbeiten. Denkt euch immer wieder, ich brauche eigentlich nur diese 5 Sachen. Das ist scheiße und ich will es ändern und es wird besser werden, ich will optimieren. Aber eigentlich brauche ich nur diese Sachen, um zu überleben. Und Seinsliebe. Ich bin gut so, wie ich bin. Nehmt das mit. Viel Spaß dabei.